Drei Dinge, die ich gerne gewusst hätte, bevor ich mit OnlyFans Management gestartet habe. Der erste Punkt ist, alleine kannst du vielleicht 30.000 machen, aber keine 100. Ich sehe es ganz, ganz häufig, dass wenn Leute in diesem Business starten, dass sie merken, okay, am Anfang, wow, das ist sehr, sehr viel Neues für mich. Dann fangen sie an, das zu verstehen, kommen in eine Welt und beim Versuch, das anderen Leuten zu erklären, verzweifeln sie. Und deswegen denken sie, okay, weißt du was, scheiß drauf, ich mache einfach alles alleine. Ich kenne das. Ich kenne dieses Gefühl von, wenn ich es jemand anders machen lasse, dann wird es nicht so geil, wie wenn ich es mache, deswegen mache ich es einfach selber. Was ich dir aber zu 1.000.000% sagen kann, dann wirst du irgendwann auf einem Plateau stehen bleiben. Du musst einfach irgendwann anfangen, dir ein Team aufzubauen. Weil sechsstellig alleine zu gehen, ist schwierig. Wir machen sechsstellig im Monat und wir haben ein gutes, vernünftiges, großes Team hinter uns. Und nur das macht es möglich. Also versuch nicht, alles alleine zu machen. Es ist wichtig, dass du das Ganze smart angehst. Das bedeutet, dass du von vornherein dir auch klar darüber bist, die Aufgabe, die ich jetzt gerade mache, irgendwann wird der Moment kommen, wo diese Aufgabe unterhalb meines Paychecks ist. Und deswegen muss ich das jemand abgeben. Deswegen solltest du von vornherein schauen, dass du in die Aufgaben reingehst, dass du alles so schnell wie möglich verstehst. Und sobald du es verstehst, deine Agentur wirklich einen gewissen Umsatz fährst, dann zöger nicht, Leute in dein Team zu holen. Zöger nicht, Leute als Chatter im Marketing, wo auch immer du sie einsetzen möchtest. Natürlich sind das erstmal Ausgaben, die du hast, damit diese Leute arbeiten. Aber was du im Prinzip machst, du musst dir deine Zeit freikaufen, damit du wieder deine Zeit investieren kannst in Aufgaben, die einen höheren Return of Invest haben. Also das bedeutet, du investierst deine Zeit in Aufgaben, die dir mehr Geld reinholen als die Tätigkeit, die du quasi abgibst. Der zweite Punkt, den ich wirklich gerne gewusst hätte, ist, es gibt Models im Überfluss. Es gibt so unfassbar viele Models. Ich weiß noch damals, ganz am Anfang, als ich mit irgendwelchen Models gesprochen habe, als ich noch nicht so einen Track Record hatte und dachte, ey, wenn die jetzt signed, wenn ich mit der starte, das wäre richtig geil. Heute weiß ich, wenn wir sagen wir jetzt mal 10 Eintragungen in der Woche bekommen, wenn ich mit 10 spreche und 2 sagen, ich habe keinen Bock auf dich, dann weiß ich, alles cool, ich habe noch genug Models in der Pipeline. Und dieses Mindset ist einfach wichtig zu haben, ne? Weil ich kenne das viele Leute, die zum Beispiel einen Vertriebs-Background haben, die denken sich, okay, ich habe jetzt diesen Einkäufe, Model sind voll aufgeregt und denken, die muss jetzt unterschreiben und machen dann deswegen vielleicht den Model-Druck oder machen sich selber Druck oder sind nervös und verstellen sich. Das kann zum Beispiel ein Grund sein, warum viele Leute Schwierigkeiten haben, tatsächlich Models zu sein. Durch dieses Verknappungsdenken stellen sie das Model hier auf dieses Podest und du bist hier und denkst dann bitte, 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 fang an mit zusammenzuarbeiten und das ist keine besonders angenehme Frequenz, die du ausstrahlst dem Model gegenüber. Es gibt Models im Überfluss und gerade dann, ich weiß auch, das erste Model zu bekommen ist häufig das Schwierigste. Sobald du aber ein Model erfolgreich gemacht hast und wirklich eine gute Reputation hast, dann wird es noch einfacher. Aber wenn du ein Model hast, die happy ist, die kennt in der Regel ganz viele andere Models, dann spricht sich das rum und dann kriegst du ab einem gewissen Punkt einfach Anfragen en masse. Bei uns ist das tatsächlich mittlerweile so, wir kommen nicht hinterher bei den Anfragen. Wir müssen halt immer gucken, okay, wen nehmen wir mit rein und bei wem passt es halt nicht. Und irgendwann wirst du auch an dem Punkt sein. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass dir von vornherein klar ist, es gibt viele Models, es gibt wenig gute Agenturen und wenn ich mein erstes Model gewonnen habe und einen guten Job mache, bekomme ich nur noch mehr Models. Sei dir von vornherein bewusst, wenn es mit der nicht klappt, mit der ich heute spreche, dann ist das schade. Aber dann spreche ich mit einem anderen Model. Es gibt mehr gute Models im Verhältnis zu viele gute Agenturen. Ne? Das bedeutet, wenn du von Grund aus sagst, okay, ich möchte einen geilen Job machen, ich will diesen Account skalieren, dann bist du auf jeden Fall gefragter von der Modelseite, weil solche Agenturen und Managements gibt es einfach nicht viele als andersrum. Der dritte Punkt ist, sei nicht so blöd und versuch alles selber herauszufinden. Tu es nicht. Mich hat zum Beispiel gerade eben jemand über Instagram gefragt, wie das ist, wie viel Zeitinvestment jeden Tag braucht, wie viel Energie man da reinstecken muss. Und ich habe auch zu ihm gesagt, du schau mal, also ich habe knapp 10 Monate gebraucht, um sechsstellig mit der Agentur zu gehen. Wenn ich aber jemand hätte, der mir alles gesagt hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich in einer halben Zeit gemacht. Und was ich damit meine ist, mittlerweile, zum Beispiel jetzt seitdem wir auch auf dem Markt sind, gibt es ja Leute, die bieten dir eine Guidance an. Das, was ich dir wirklich ganz, ganz stark empfehle, ist, schau, dass du irgendjemand hast, der dir zeigen kann, wie es geht und spar dir einfach Zeit ein. Weil wenn du jemanden hast, der den klaren roten Faden gibt, du sparst dir nicht nur Zeit ein, sondern du sparst dir Geld ein. Plus du wirst deine Agentur schneller aufbauen. Ich zum Beispiel, ich hätte meine erste Person als Mitarbeiter, ich habe die nach
4 Monaten, 5 Monaten reingeholt. Mit dem Wissen heute wäre ich das ganz, ganz anders angegangen. Von Grund auf hätte ich diese Agentur anders aufgebaut. Und mit dem Wissen, was wir dir zum Beispiel jetzt weitergeben können, wird das für dich einfach ein Kinderspiel sein, sehr schnell eine vernünftige Agentur aufzubauen. Ob wir das sind oder nicht, das ist erstmal scheißegal. Das, was ich dir ganz stark empfehle, ist, versuch nicht alle selber herauszufinden. Schnapp dir eine Person, wo du weißt, okay, der ist vertrauenswürdig, der hat was vorzuweisen. Schau, was die Person will, gib es ihm und lern dafür alles, was er dir beibringen kann. Das würde ich dir ganz klar empfehlen, weil das wird dich einfach deutlich schneller zum Erfolg führen als diese Schiene von ich probiere alles alleine. Ich habe hier gerade eben auch über den Weg gesprochen von 0 auf 6-stellig. Wenn es dich interessiert, wie das bei mir, wie mein Leben davor aussah, wie sich das entwickelt hat, dann empfehle ich dir unbedingt unser Image-Video anzuschauen. Das ist hier oben verlinkt. Das sind im Prinzip die drei Punkte. Also erster Punkt ist, alleine kannst du vielleicht 30.000 machen, aber keine 100.000. Zweiter Punkt ist, es gibt Models einfach im Überfluss. Stell Models nicht auf den Podest. Und der dritte Punkt ist, sei nicht so blöd und versuch alles alleine. Und wenn du sagst, okay, der dritte Punkt, der hört sich für mich besonders relevant an, ich merke, ich brauche da jemanden, der mir das Ganze zeigt, dann klick mal auf den Link unter dem Video. Wir können dir dabei helfen, deine Agentur aufzubauen oder weiter zu skalieren. Wir haben mehreren Leuten schon dabei geholfen. Trag dich zum Erstgespräch ein und dann können wir auch schauen, wie wir dich dabei unterstützen können, deine Agentur aufzubauen.